Die Schweiz spielt barrierefrei und für alle. Das hat am 20. Mai geheissen. Mit dabei als eine von 365 Ludotheken als Ludothek Werdenberg. Der Hans-Rudi Bucher hat uns empfangen. Seit 15 Jahren ist er am Stück dabei, schon vor 3 Jahren, total also 18 Jahre. Mit dabei bei dem Spieltag aus Lukashaus Grabs, SRK-Therapiestelle Buchs und Sefi Werdenberg. Der Hans-Rudi Bucher. Da sind wir bei den Spielwelten, wo Nicoli gerichtet hat. Da geht es einfach darum, da kann man verschiedene Spiele auch testen. Heute ist der Nationalspieltag von der Schweizer Ludotheken. Das ist bereits der 9. Der findet alle 3 Jahre statt. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, vor 3 Jahren war das Thema Wasser. Dann haben wir es im Freibad gemacht. Und dieses Jahr ist das Thema barrierefrei Spielen für alle. Das heisst, wir haben auch Kinder eingeladen, die im Rollstuhl sind, die auch hier spielen können. Wir wollen die Leute zusammenbringen, gesunde Leute und Leute, die eine Behinderung haben, die im Rollstuhl sind, dass die hier mit uns einen Spieltag verbringen können. Hier spielt Nicole Hofbauer, eine von 7 Mitarbeiterinnen von Hans-Rudi Bucher, mit viel Geduld mit einer Rollstuhlfahrerin. Man merkt die Freude am Spielen über Generationen hinweg. Man merkt auch den Ehrgeiz. Es ist absolut nicht so, dass nur die Jüngeren möchten gewinnen. Nein, nein, die Eltern auch. Auch der Hans-Rudi Bucher hat sich dazu bekannt, dass er auch gerne gewinnt und gerne hat, wenn man die Spielregeln einhaltet. Das habe ich auch gerne. Das habe ich auch schon von meiner Mutter. Ich kann mich gut erinnern, wo meine Tochter mal meine Mutter gewonnen hat, hat sie behauptet, sie hätte und es bis auf heutigen Tag nicht vergessen. Die Freude, die wirklich Generationen zusammenbringt, in einem friedlichen Zusammensein, das ist eben Spielen. Unglaublich viele Spiele waren da. In der Ludothek gibt es aber noch viel mehr. 1900. Fieber hat Hans-Rudi Bucher gefragt, ob er das kenne. Spiele. Kennst du es, Hans-Rudi, mal ganz ehrlich? Kennst du das, Fieber? Kennst du das? Fieber kenne ich nicht. Nein, da bin ich jetzt überhaupt kein Fachmann, aber... Da. Man kann nicht überall Fachmann sein, für da hat er eben auch die Frauen, das sind Spezialistinnen. Beim Vorbeischauen habe ich noch schnell gesehen, ob es um Flunkern und ich habe festgestellt, haha, nicht nur die Kinder gewinnen, auch die Eltern gewinnen. Ja, aber wenn ihr Fachleute suchen, das am 9. Juni, habt ihr die Möglichkeit, im Seekafé zu Buchs, am Abend vom 7. bis zum 10. gibt es wieder das Spielcafé. Oder natürlich eben in der Ludothek Werdenberg, natürlich immer, auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Nachmittag. Und der Hans-Rudi Bucher, der kennt sich aber auch aus. Nein, das Spiel geht eigentlich auf die Zeit. Also da heisst, du ziehst eine Karte und dann musst du in dieser Zeit, 40 Sekunden, müsstest du jetzt das konstruieren, nur mit Hilfe von dem Kopfkränchen. Hoffentlich ist du nicht selber im Beruf Clan-Chauffeur und verliert gegen den Bub da, hä? Aber gibt sich Mühe. Also weisst, ein bisschen... Ein Spieler steckt in jedem Mann. Hoi, jetzt hast du es aber voll da. Man kommt sogar beim Filmen so richtig ins Feuer rein. Eigentlich heisst es ja nicht Spieler Maul halten, aber eben ja. Man kommt dann in ein Feuer rein und dann nachher fiebert man mit, dann schaut man, dann ist man interessiert, was sich da alles abspielt, was abgeht. Ich war fasziniert von dem Zusammenspielen von Klein, von Älter, von Mittelalter. Und mir ist aufgefallen, dass bei der Cafeteria, wo ich sonst im Normalfall eigentlich nie filme, Leute gesessen sind, die ich da eigentlich gar nicht erwartet hätte. Klar, der Sozialarbeiter, der ja schon. Aber dann hinten dran, die drei dort, der in der Mitte und die zwei anderen, die ich auch kenne, spezielle Zusammensetzung. Ich darf euch das Trio vorstellen. Links der Hans-Rudi, rechts der Thomas, in der Mitte der Heini. Jawohl. Du, Hans-Rudi, wer ist bei euch der Chef? Heini. Der Heini, sagt er. Heiliger Strasse. Heini, einmal Chef, immer Chef. Thomas, wer ist bei euch der Chef? Gell? Jetzt gibt es da noch. Siehst du noch? Also, ich habe noch das Gefühl, dass ihr zwei Chefs sind. Habe ich ein starkes Gefühl. Eben, da können wir Rollstuhl fahren. Die, die noch nie im Rollstuhl gefahren sind, können da einmal schauen, wie das ist, wenn die Leute im Rollstuhl sind. Und dann bin ich mit dem Hans-Rudi von der Aule vom Schulhaus Flöss zu der Turnhalle gegangen. Und sofort aufgefallen ist mir der Kleine hier. Der Philipp, habe ich erfahren, vom Vater vom Nenad. Und ich durfte ihn filmen. Jetzt haben wir so Rollstuhl-Parkour. Das ist, wenn man es nicht kann, doch noch sehr, sehr schwierig. Gell? Das ist sehr schwierig. Man muss es einfach probieren und dann sieht man, wie schwierig es ist. Habe ich mal probiert. Ich habe gesagt, Sottwil, bin ich wohl auf die Schnorre, keinen Kopf vergessen. Ja. Oder?
Aber die können das. Meinst du, da könnt ihr mal etwas vormachen? Oder? Seht ihr so? Der Profi kann etwas vormachen, gell, Philipp? Machen wir mal. Können wir mal zeigen. Wie heisst er? Philipp, okay. Genau. Also Philipp, machen wir mal etwas. Ich laufe mit dir. Gehen wir mal zur Roten. Hoi. Schau mal, der lupft da schon Mama mia. Hoi. Da muss man schauen, du, hä? Philipp! Ist das nicht gefährlich, wenn du so kippst? Philipp, komm, wir gehen mal zur roten Matte nicht. Und zeigen vor, ha? Okay? Gehen wir mal auf die rote Matte. Gut. Gut, hä? Und jetzt machen sie so einen Parkour, oder was machen ja, sie genau, jetzt? Ja, genau, wir machen einen Parkour, da kannst du über die Matte fahren. Da muss man ein bisschen ankippen. Dann kann man Slalom fahren, dann kann man Unihockey spielen. Aber das sind jetzt bei weitem nicht alles richtige Rollstühle, nein, oder? Nein, er ist der Einzige und der einzige, die Jungs gell? Kraut vorne. Ah, ja, der andere ja, sind Kinder. Und die anderen probieren, ja? Genau. Dann hast du alle Hände voll zu, dass ich nicht ja, das verletzt. Genau, vor allem das hintere Kippen also, ist nicht schwierig. Also, ja, genau. Muss ich ihm kurz aber helfen. Wir haben auch Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Ja, da hat so einen Kippschutz. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Wow, sehr gut, Philipp. Ah, fest. Gut. Du, das ist ja... gut, aber jetzt da ist dann fertig, oder? Das, ja, hä? Der Berg muss er nicht da rauffahren. Genau. Aber er wird, glaube ich, nochmal zurück, gell? Das ist streng, hä? Gehst du nochmal? Auf die Plätze, fertig. Los. Ist das streng? Das ist ja fest, fest, gell? Ja, das ist streng. Und jetzt hinten runter? Aber wie Geld ihm merkt man es natürlich schon, dass er natürlich geübt ist. So. Er weiß wie genau. Ja. Aber die Buben hier, die haben auch schon das Video probiert. 2 Stunden, die sind jetzt auch schon nicht schlecht. Die, ja. Ich kann mal die Septe vorzeigen. Was meinst du? Ich kann mal die Septe vorzeigen. Bist du das erste Mal im Rollstuhl? Ja. Gut, probieren mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Das erste Mal im Rollstuhl. Und das ist so ein kleines Absetzen, gell? Jetzt muss er zuerst anheben, kippen. Das ist eben genau das Gefährliche. Du, der hat es aber hinten, hat es der aber keinen Kippschuss? Nein, der hat keinen Kippschuss, da muss man jetzt hinten nachlaufen. Genau. Ja, genau. Darum laufst du nicht. Jetzt ja, genau, jetzt laufe ich mit. Aber die machen das aha. Schon. Der macht, aber der macht es toll, gell? Ja, der hier ist auch noch ein Profi. Echt? Wollt okay. Ich zeigen. Wollt schon probieren? Zeig also, mal. Also, der ist auch das erste Mal. Ja, genau. Das ist ein wahnsinnig grosser. Jetzt Achtung. Hoppla. Schauen wir das an. Gehen wir mal ganz ehrlich, das ist so schnell passiert, dass man mit dem Rollstuhl drin ist. Genau, gesagt, getan. Genau. Das ist so schnell passiert, dass man mit dem Rollstuhl drin ist. Da kann eigentlich nie schaden, wenn man sich mal mit so etwas beschäftigt, oder? Das denke ich auch, das kann nie schaden. Das ist Achtung, Philipp! Könntest du jetzt hin vorne kippen? Also, ja, das wäre jetzt zu gefährlich. Normalerweise muss man ein bisschen hintere kippen ja. Und dann runterfahren. Ist das okay, nie? Ich bin schon mal gefahren, aber... Ich bin mit Lukas Haus mal gefahren. Ja. Und ich habe Erfahrung von das, oder? Ja. Und ja, es ist eben... Ich kann eben... Jetzt kommt der Berg, hä? Ja, und... Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an, ja. Und wer hebt noch hin, wenn es geht? Ist streng, gell? Ja, ist streng, ich, ja? Ich habe Erfahrung von das. Und was heißt, ist streng, gell? Ja. Und ich habe. Die haben aber auch. Hey, jetzt bin ich alle gestolpert. Die haben aber und, auch gerade ich habe Erfahrung mehr, ja? Von das. Wenn ich. Kann. Ja, ich habe Erfahrung von das. Spiel macht frei, macht Freude, gibt Kompetenz, gibt Selbstvertrauen und ermöglicht auch noch mit anderen zusammen etwas zu machen in einer friedlichen Atmosphäre. Viel, viel Spiel hat es in der Halle drin gehabt. Ich gar nicht gewusst, was ich jetzt am liebsten gespielt hätte. Ich habe den Hansruhe gefragt, was er denn tät. Ja, muss führen kann, muss da können wir schnell führen. Wir laufen den Hansruhe an und schauen mal, welches sein Lieblingsspiel ist. Ich wüsste es auch nicht genau. Also mein Lieblingsspiel wäre ganz eindeutig das, das ich gewinnen könnte. Okay. Da. Das aha. Mit verbundenen Augen. Jawohl. Die Teile hier drin. Also, ja, fast 10 Minuten, glaube ich, haben sie gesagt. Und weil dann? Nicht so lange, aber es ist auch schwierig. Weil du kannst ja nur greifen und dann müssen ja die verschiedenen Fächer rein. Und gell, wir zwei, wir hätten am liebsten die Spiele, die wir gewinnen könnten. Auf jeden Fall. Mal ich schon.
Jetzt woher gehen wir noch? Jetzt gehen wir noch da zum Lukashaus. Gut. Die haben hier einen Achtungsstufe. Achtungsstufe, das die haben hier einen Sinnesparcours eingerichtet. Spielen ist halt einfach hin, oder? Und völlig gefahrenfrei. Es sieht schon super aus. Es sind es aber nicht alles Sachen, die ihr in der Ludothek habt. Nein, das ist jetzt vom Lukas aus. Ah, so, ja. Die haben das mitgebracht. Ja. Und da geht es eigentlich darum, dass man oben bei diesen Seiten spielt und innen nimmst du dann die Töne wahr. Ja. Es ist jetzt ein bisschen eine andere Nutzung im Moment. Ja, ja. Aber noch eine sinnvolle Nutzung, aber oder? Es ist vielseitig einsetzbar. Ja, genau. Kann man wohl sagen. Das ist auch so ein Spiel, gell? Wo man dann etwa mal... Das ist natürlich ein riesen Mikado. Das hast du gerne mal auf der Bahnhofstrasse gespielt, so viel mich erinnern. Ja, das ist möglich. Und jetzt gehen wir da am besten mal zu diesen... zu den Posten ums Sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Bild anschaust, da links außen, da, ja. Was siehst du jetzt dort, wenn du es so anschaust? Ja, jetzt kommen gerade Spiegel drin. Ja. Also ich sehe da gar nichts. Weiße und schwarze Flecken. Oh! Jetzt kehren wir es mal um. Ja, hallo. Ja, hallo. Dann ist das ja... Und jetzt, was siehst du? Ja, das ist ein Hund. Das war vorher ein rechts gelagerter Hund. Da ist noch ein interessanter Posten. Da geht es ums Tasten, hä? Jawohl, das ist so eine Tastmemory, wo man auch mit verbundenen Augen dann die entsprechenden gleichen Teile suchen muss. Das müssen wir selber probieren. Aber das könnte mir so sehr interessant, aber auch sehr schwierig. Also du musst dann tasten. Du musst tasten, weil auch die... Und nachher musst du beschreiben oder... Nein, du musst es einfach rausnehmen. Du musst die, wie das Memory, musst die beiden Teile suchen. Du hast immer die Augen immer verbunden? Immer verbunden. Oh, um Gottes Willen. Und da ist ja die Oberfläche anders. Ja. Ja, es ist... Es ist nicht einfach. Ich habe so etwas nicht mal richtig, wenn es nicht verbundene Augen braucht. Ja, das ist kompliziert. Schau, jetzt kommt er wieder, Philipp. He? Auf jeden Fall, wenn wir so alles anschauen, gell? Eine riesige Freude natürlich, oder? Ja, jetzt hat es auch schön viele Leute gegeben. Was ist denn so der Sinn, weißt, von diesem nationalen Spieltag? Jetzt nebst dem wir ja die Ludothek immer anbieten. Der Sinn ist, dass man alle drei Jahre eigentlich Spiel schweizweit bekannt macht, dass es Ludotheken gibt, dass man hier da Spiel ausleihen kann, dass man mit Spielen einen schönen Tag kann verbringen und da auch verschiedene Altersklassen kann zusammenbringen und können einen schönen Tag verbringen. Und es sind auch innovative Spiele, gell? Es gibt auch viele Spiele, die man einfach nicht gerade so kennt. Also. Nein, da gibt es ja, ich weiss nicht, wie viele Spiele da pro Jahr neu rauskommen. Ja. Darum kann ich nur empfehlen, kommen in der Ludothek mal vorbei. Da können wir euch das zeigen. Selbst ist wahrscheinlich mit Abstand das Beste. Wir können ja nie alles zeigen. Hier könnte man jetzt immer draufstehen. Da könnte man ausbalancieren, Kugel ins Zentrum bringen mit Gewichtsverlagerungen. Und so hat es natürlich unendlich viele Möglichkeiten gegeben, schon hier eben im Schulhaus Flöss, in der Halle und in der Aula. Aber natürlich in der Ludothek gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Ich wiederhole es einmal, 1900 Spiele gibt es dort, wo man sich auslehnen kann. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist die Ludothek ab 3 Uhr einmal offen, bis am Abend 5 Uhr, am Mittwoch sogar bis 7 Uhr. Und etwas kann ich euch auch noch empfehlen. Eben nochmal das Spielkaffee am 9. Juni vom 7. bis 10. Und wenn wir dort dürfen filmen, dann gehen wir gerne mal dorthin. Der Spieltrieb hat uns gepackt. Die haben gemeint, sie können uns ab, aber nein, kommt nicht in Frage. Wir sind mit dem Gimbal hin und her und sie haben dann gemerkt, sie haben keine Chance. Und dann gibt man eben sofort auch ein bisschen auf, respektive man passt sich an. Das ist eben Spielen, miteinander spielen, nicht nur gegeneinander. Ich glaube, ich müsste dann auch lernen, ein bisschen verlieren. Und vielleicht macht der Hans-Rudi Bucher auch mit beim Lernen verlieren. Zum Spielen gehört eben alles. Ludothek Werdenberg, eine von 365 Ludotheken in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Alle die haben am 20. Mai den Nationalspieltag gefeiert. Ein Tag vom Spielen, der eben auch zeigt, dass man barrierefrei spielen kann. Über alle Grenzen hinweg. Über alle Grenzen, die wir sonst im Leben etwa mal viel zu viel pflegen. Spiel macht es möglich, diese Grenzen eben aufzuheben.